Welche Updates bringt die dritte Generation vom ASICS Netburner mit sich und für wen eignet sich dieser Schuh besonders? Beim Netburner geht es vor allem um eins, um Schnelligkeit. Daher wurde die Ferse um 1,5 cm angehoben, um schnellere Antritte durch mehr Vorderfußbelastung zu ermöglichen. Weitere Änderungen betreffen die Außensohle. Hier wurde im Bereich des Mittelfußes eine kleine Einheit hinzugefügt, die deine Richtungswechsel schneller macht. Und im Vorderfuß ist die X-Guidance-Technologie neu, die für mehr Flexibilität sorgt. Empfehlen können wir den ASICS Netburner vor allem für Zuspieler, Liberos und Außenangreifer.